Jo, was geht ab? Hier ist dein Style-Coach Dennis und heute im Video geht es darum, wie du den richtigen Friseur für dich findest. Wie du vielleicht, wenn du meine Videos verfolgst, unschwer erkennen kannst, war ich vor kurzem beim Friseur, habe mir meine Haare schneiden lassen, meine Haare auch ein bisschen blond färben lassen und ich bin mit der Friseurin ins Gespräch gekommen und wir haben über verschnittene Haare geredet und das hat mich daran erinnert, wie ich früher einmal in Barcelona, das ist schon einige Jahre her, zum Friseur gegangen bin, als ich in Deutschland auch immer bei Cut&Go Friseurläden war. Und der Typ, also der Friseur, bei dem ich war, meinte ebenfalls zu mir, Alter, guck dir mal deine Haare an, wie sind die denn geschnitten? Mir ist es früher ehrlich gesagt nie aufgefallen, weil ich halt nie so wirklich drauf geachtet habe. Ich war halt beim Friseur und wie die meisten Männer, ich war halt ehrlich gesagt froh, wenn es halt vorbei war. Also ich hatte keinen Bock, dort lange zu warten. Ich hatte keinen Bock, mich lange damit zu beschäftigen, sondern ich wollte halt einfach nur meinen Haarschnitt bekommen und dann wieder rausgehen. Und ob das jetzt alles ideal geschnitten war oder nicht, darauf habe ich halt nie wirklich geachtet. Aber als der Friseur dann meine Haare fertig hatte, ist mir halt der Unterschied aufgefallen. Also wie anders mein Gesicht aussieht, wie viel glatter und schöner und einfach cleaner mein Haar aussieht. Und das ist einfach etwas, für das ich vorher keinen Blick hatte. Und ich bin mir sicher, bei sehr vielen von euch, wenn du jetzt das Video guckst, kann es auch sehr wahrscheinlich sein, dass es bei dir der Fall ist, dass du halt nicht wirklich darauf achtest, dass dein Friseur nicht wirklich gut ist und du halt einfach irgendwo hingehst, damit er schnell ist. Und damit das nicht mehr der Fall ist, sondern damit du ab jetzt auch einen wirklich coolen Haarschnitt hast, möchte ich dir ein paar Punkte sagen, auf die du das nächste Mal achten solltest, wenn du dir einen neuen Friseur suchst. Bleib auf jeden Fall auch bis zum Ende des Videos dran, denn der letzte Punkt ist meiner Meinung nach auch der absolut wichtigste. Du kannst das Ganze auch skippen, ich mache hier wahrscheinlich eine Timeline mit rein, dass du auch siehst, wann wo welcher Punkt kommt. Aber alle Tipps sind wirklich wichtig. Deswegen bleib definitiv bis zum Ende des Videos mit dran. Im Einzelnen sind diese Punkte natürlich Richtlinien. Es kann auch sein, dass irgendwie ein Punkt von deinem Friseurladen abweicht und der trotzdem sehr, sehr gut ist. Aber es sind auf jeden Fall sehr gute Richtlinien und viele von den Sachen sollten auf jeden Fall gut sitzen, wenn du dich für deinen Friseursalon entscheidest. Das erste ist, achte auf die Einrichtung. Und zwar fühlst du dich in dem Laden wohl, wenn du dorthin gehst? Ist alles schön möbliert? Steckt da irgendein Gedankengang dahinter? Oder ist alles entweder sehr, sehr steril oder gibt es hinter der Einrichtung vielleicht kein richtiges Konzept? Wenn das der Fall ist, dann ist das eher ein Anzeichen dafür, dass der Laden halt nicht gut organisiert ist, dass man sich halt nicht wirklich gut darum kümmert, dass auch Leute reinkommen, dass man sich auch nicht ordentlich darum kümmert, also einfach nicht ordentlich Herzblut in seinen Laden steckt. Wenn man irgendwas macht, in der Regel wird man sich damit beschäftigen und immer versuchen, das Beste rauszuholen. Und vor allen Dingen bei Leuten, die eine Dienstleistung erbringen, möchtest du, dass das der Fall ist. Und deswegen achte darauf, auf die Einrichtung. Ist alles erstmal schön eingerichtet selber? Sind die Möbel ansprechend? Steckt ein Konzept dahinter? Und auch ist natürlich alles ordentlich und sauber. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Du willst nicht in den Friseursalon kommen, wo halt ständig überall Haare liegen, wo alles irgendwie verdreckt ist, wo vielleicht auch die Scheren eingerostet sind oder so, sondern alles sollte ordentlich, sauber sein und auch schön und ansprechend eingerichtet. Der nächste Punkt sind die Preise und wie überall im Leben gilt auch hier, you get what you pay for, also du bekommst das, wofür du am Ende des Tages auch bezahlst. Denn wenn jemand höhere Preise verlangt, ist es natürlich auch so, dass er sehr viel mehr individuell auf dich eingehen kann. Er kann Termine vereinbaren, er kann viel mehr einfach sich Zeit für dich nehmen, anstatt irgendein Cut-and-Go-Friseur beispielsweise, der 10 Euro pro Kunde nimmt. Der muss dann ja einfach rein rechnerisch in derselben Zeit, in der sich der Friseur für 30 Euro Zeit für dich genommen hat, in derselben Zeit dreimal so viele Kunden abfertigen, damit er auf denselben Stundenlohn kommt. Deswegen achtet der günstigere Friseur meistens auch weniger auf die Qualität als auch die Quantität, sowohl bei dem Haarschnitt. Er achtet nicht qualitativ gut zu sein, sondern einfach die Arbeit fertig zu kriegen und dich rauszuschicken, damit er den nächsten dran nehmen kann. Und in der Regel sind Leute in teureren Friseursalons auch besser ausgebildet. Die waren, keine Ahnung, vielleicht im Ausland oder so, ja. Oder meinetwegen haben verschiedene Fortbildungen besucht und preisen das Ganze natürlich auch in dem Preis, den die vom Kunden am Ende, also von dir verlangen, mit ein. Der nächste Punkt ist die Arbeit des Friseurs. Und hier musst du dich auch fragen, fühlst du dich wohl mit dem, wie der Friseur dich behandelt? Fühlst du dich wohl mit dem Haarschnitt? Sieht das Ganze so aus, als hätte der Ahnung? Also nimmt er sich auch wirklich Zeit für dich? Achtet der Friseur auf die Feinheiten? Oder rasiert er dir ein, zweimal den Kopf, schnippelt irgendwie ein, zweimal an deinen Haaren rum und schickt dich dann raus aus dem Laden und nimmt dann den nächsten Kunden dran? Ein Friseur sollte sich schon auf dich konzentrieren, auf die Frisur konzentrieren und auch wirklich Zeit haben für die Feinheiten. Der nächste Punkt ist die Terminvergabe. Du solltest auf jeden Fall nur zu Friseuren gehen, die Termine vergeben. Auf das Beispiel bin ich ja vorher schon mal lose eingegangen. Cut-and-Go-Friseure müssen halt sehr viele Menschen abfertigen. Die haben ein bisschen mehr Zeitdruck, weil einfach du bist hier im Sitz.
dann sind noch 5 andere Leute, die gerade warten. Da nimmt man sich natürlich automatisch weniger Zeit für die Feinheiten. Feste Termine, also ein Laden, der feste Termine anbietet, der nimmt sich automatisch die Zeit für den einzelnen Kunden, die er braucht. Also sagen wir, für deinen Termin plant man eine Stunde ein, weil man vorher gesehen hat, du willst den und den Haarschnitt. Dann nimmt man sich auch die Zeit wirklich für dich, die du brauchst, und fertigt dich nicht einfach schnell ab. Das gleiche ist übrigens auch als kleine Side-Note bei Tattoos zu empfehlen. Ihr solltet nicht unbedingt zu Walk-Ins oder Walk-Ins nennt man das bei Tattoos gehen, einfach weil das da meistens genau dasselbe ist. Der Online-Check ist der nächste Punkt. Heutzutage kann man ja alles online checken und deswegen check auch du deinen Friseurladen online ab. Guck auf die Google-Bewertungen, guck auf die Rezession, die die Leute schreiben. Und hier ist auch wichtig, lies dir die Rezession auch wirklich im Einzelnen durch, damit du siehst, was die einzelnen Meinungen auch wirklich sind. Weil es gibt natürlich auch Leute, die kaufen sich Bewertungen. Es gibt beispielsweise auch Leute, die haben vielleicht irgendwie viele Bekannte und die vielen Bekannten schreiben irgendwelche Google-Bewertungen rein. Du solltest wirklich darauf achten, dass halt vor allen Dingen dir die Rezessionen durchlesen, die auch wirklich ausführlich beschrieben sind. Und vielleicht auch, wenn du irgendein Muster erkennst an Namen oder sowas, dass es halt irgendwelche bestimmten Namen sind oder so, kann man auch erkennen, wenn man einen Blick dafür hat, dass die Bewertungen gekauft sind. Deswegen ist dieser Punkt nur so ein kleiner Sidecheck, denn Online-Bewertungen heißen nicht immer, dass die Qualität gut ist. Ich kenne viele, viele Beispiele, wo das nicht der Fall ist. Aber wenn du dir die Bewertungen im Einzelnen durchliest, dann hast du auf jeden Fall schon mal einen kleinen Indikator für die Qualität des Ladens. Hier zählt außerdem noch die Online-Präsenz mit rein. Also ist es so, dass der Laden beispielsweise einen Instagram-Account hat, einen Facebook-Account, antwortet der vielleicht auch bei Google auf die Bewertungen. Das sind alles gute Indikatoren dafür, dass sich der Besitzer des Ladens, wie gesagt, Mühe gibt für seine Kunden, für seine Außendarstellung, dass ihm das Ganze auch einigermaßen am Herzen liegt. Und deswegen ein kleiner Online-Check-up ist auf jeden Fall zu empfehlen. Der letzte und meiner Meinung nach absolut wichtigste Punkt ist die Beratung. Und hier kann ich dir empfehlen, lass dir deine Haare einmal wirklich lang wachsen und rasier auch deinen Bart nicht, wenn du einen Bart hast, wenn du dir deinen Bart pflegen lässt, auch beim Barbier oder halt beim Friseur. Lass dir deine Haare lang wachsen, lass dir deinen Bart lang wachsen und rasier auch nicht die Konturen, sondern einfach mal 3 Wochen vielleicht deinen Bart wachsen lassen und deine Haare meinetwegen noch länger. Geh zum Friseur, mach ein paar Termine aus und lass dich einfach beraten. Da kannst du gut merken, okay, nehmen sich die Leute wirklich Zeit für dich? Gehen die wirklich auf dich ein? Oder fertigen die dich einfach nur ab und sagen, ja, hier machen wir das und das und das passt schon? Sondern die Leute sollten wirklich individuell auf dich eingehen und ein bisschen was zu der Frisur erzählen, ein bisschen was zum Bart erzählen, warum die das so machen, vielleicht weil das deiner Gesichtsform sehr, sehr schmeichelt. Und hier wirst du in der Regel erkennen, ob der Friseur etwas von seinem Handwerk versteht oder ob er dich einfach nur schnell abfertigen will. Hier kannst du auch ein bisschen die persönliche Seite kennenlernen, ob du irgendwie eine Connection mit dem Friseur hast, wenn dir das wichtig ist. Aber du solltest auf jeden Fall auf diese Punkte achten, um zu merken, hey, versteht der Typ was von seinem Handwerk? Nimmt er sich Zeit für mich? Oder ist es jemand, der keine Ahnung hat von dem, was er tut und Leute schnell abfertigt? Denn solche Friseure, die dich schnell abfertigen wollen, die sich keine Zeit für dich nehmen, solltest du tunlichst vermeiden. Das war's auch mit dem Video, wie du den perfekten Friseur für dich findest. Ich hoffe sehr, dir haben die Tipps gefallen. Wenn sie das getan haben, dann gib mir gerne einen Daumen hoch, geh unten auf Abonnieren und aktiviere die Glocke, dann verpasst du auch keine neuen Videos mehr und bist immer als Erster informiert, wenn ein neues Video herauskommt. Und wenn du dir jetzt denkst, Friseurtipps und Haartipps schön und gut, aber was ich nötig habe, ist wirklich ein komplettes Umstyling. Ich bin unzufrieden mit dem, wie ich aussehe, wie mein Style aktuell ist. Und ich hätte gerne bessere Resultate in meinem Leben, bessere Resultate in der Karriere, ich hätte gerne mehr Ansehen von Menschen, ich würde gerne mit mehr Respekt behandelt werden und natürlich hätte ich auch gerne mehr und bessere Resultate in meinem Datingleben, also einfach mehr Dates, schönere Frauen vielleicht, die ich date oder einfach einen größeren Pool an Partnern, der mir zur Verfügung steht oder meinetwegen auch bei deiner aktuellen Frau oder Freundin besser ankommen, wenn dir das am Herzen liegt. Dann kannst du dich gerne bei mir melden, denn ich bin Style Coach und mit meinen Teilnehmern gehe ich hier in Berlin zusammen raus in einer 1:1 Session. Wir suchen ihnen geile, komplett auf sie abgestimmte Outfits raus, mit denen sie ihre Resultate in eben all diesen Bereichen auf das nächste Level bringen. Also in der Karriere, im Dating-Bereich, im zwischenmenschlichen Bereich mit anderen Menschen. Je nach Paket ist außerdem noch eine Fotosession mit dabei, sodass du mit deinen neuen Outfits auch direkt geile Fotos hast, mit denen du deine Außendarstellung ausbauen kannst. Also Instagram-Profile, WhatsApp-Bilder oder natürlich auch im Online-Dating, wenn du beispielsweise Hinge, Tinder oder Bumble benutzt und dort endlich mal Matches haben möchtest, dann kann ich dir dabei helfen. Du findest unten meine Website verlinkt, stylecoachformänner.com.
Dort findest du außerdem ein Kontaktformular, kannst dich dort eintragen mit Namen, mit Telefonnummer und mit deiner kurzen Nachricht an mich. Ich werde mir das Ganze durchlesen und mich innerhalb der nächsten Tage bei dir zurückmelden. Wir quatschen einmal kurz, wo du styletechnisch stehst, wo du styletechnisch hin möchtest und wenn alles von beiden Seiten passt, sind wir vielleicht auch bald persönlich zusammen unterwegs, suchen dir geile Outfits raus und machen vielleicht sogar noch geile Fotos. In diesem Sinne, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.